Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur Let's Play Stream Update Folge von Mindfiction 2. Wir gehen auf den Server drauf und dann muss ich einfach mal erzählen, was ich hier im Livestream gemacht habe für die Leute, die es halt eben nicht gesehen haben oder sich nur die Zusammenfassung angucken wollen. Es ist jetzt halt einfach die Update Folge zum Livestream vom, was war das, 13., 14., keine Ahnung, muss ich jetzt lügen? Oh, es laggt ein wenig, aber das liegt daran, dass ich die Welt geladen habe. So, pass auf, dann verlieren wir keine Zeit, wir latschen hier einfach mal drauf los. Denn ich habe in der letzten Folge ein bisschen rumgedümpelt hier und habe. Ruhig dich erstmal. Und habe eigentlich. Ja, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe so ein bisschen Weg gebaut. Habe ich Weg gebaut? Ich weiß das gar nicht mehr so genau, weil das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich weiß nur eins. Ich habe. Es wird nebelig. Ich habe hier eigentlich nichts Tolles weiter gemacht, als hier eine Brücke gebaut in Richtung. Wupp, in Richtung Portal. Oh oh. Mir schwant Böses. Okay, also ich habe die Brücke hier gebaut und da war hier das Metroiden-Gelump noch nicht gewesen. Okay. Hab dann hier das Portal ein bisschen zugebaut quasi von der Rückseite und so weiter, dass man nicht aus Versehen hier runterhüpft, wenn man wieder rauskommt, so dass man dann eben ins Portal reingehen kann. Ich hoffe, ich komme jetzt auch lebend wieder zurück, das werde ich jetzt sehen. Habe diesen Raum im Endeffekt wieder freundlich gemacht. Bin quasi hier raus und habe behauptet, dass ich hier relativ safe bin. Denn die letzten Male, wo ich ja mit dem Olk da gewesen bin, wurden wir ja von den Möpschen hier angegriffen. Und deswegen, ich habe hier so ein bisschen mit der Fackel ausgeleuchtet. Und jetzt können wir hier halt uns hoffentlich wieder frei bewegen. Dann bin ich wieder zurückgegangen. Oh, da müssen wir noch ein bisschen was reinbauen. Dann bin ich wieder zurückgegangen und kam im alten Dorf wieder raus. Und das hat mir nicht so wirklich gefallen. Jetzt bin ich immer gespannt, wo ich hier ankomme. LOL, weil ich hier einfach nicht da bin, wo ich hin wollte. Auch nicht schlecht. Okay. Jetzt habe ich hier Probleme. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Juhu. So, jetzt habe ich das große Los und muss hier irgendwie runterkommen und nach Hause kommen. Das Ding ist, ich weiß im Moment nur nicht, wo ich bin. Verdammt. Okay, hier sind zu viele Portale wohl. Was ist da hinten los? Das war so nicht geplant, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Okay. Ja. Dazu bräuchte ich jetzt quasi die Minimap. Jetzt wäre ich beinahe runtergeknallt. Okay. Ich versuche nochmal. Ich gehe einfach nochmal zurück ins Neta und versuche dann nochmal zurückzukommen. In der Hoffnung, dass ich woanders rauskomme. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Es sei denn, es ist mir zu blöd. Weil ich habe nämlich das eigentliche Portal. Ich bin ja sonst zurückgekommen. Ja, genau. Das haut nicht hin. Ich komme jedes Mal hier raus. Scheibenkleister mit Eigengrütze und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich jetzt so ein bisschen rumdrömeln und muss mich erstmal vergewissern, wo ich bin. Ansonsten werde ich mich wohl oder übel verlaufen. Ja. Gut. Gefällt mir pauschal nicht. Das ist jetzt doof. Aber egal. Jetzt muss ich mir ganz kurz einen Überblick verschaffen. Vielleicht habe ich ja eine Chance und kann sehen, wo ich hier bin. Warte mal, weil ich weiß natürlich auch nicht, wo ich denn jetzt hier die Karte öffnen kann. Ah, lol, alles klar. Ich muss in die Richtung runter. Okay, alles klar. So komme ich zumindest dann ins alte Dorf. Das heißt, ich muss hier lang. Und kann hier natürlich nicht. Oh, kann hier natürlich nicht runter. Aber hier kann ich runter. Flop! Ich werde dann eh nicht. Scheiße, ich hätte wahrscheinlich das Tor-Portal kaputt machen müssen können. Nee, kann ich nicht. Okay, die Richtung ist richtig. Dann geht's hier weiter. Dann geht's halt nach Hause. Denn ich habe, dann kann ich das auf dem Wege ja noch zeigen. Da ist es. Das Portal im alten Dorfe kaputt gemacht. Ui. Im alten Dorfe kaputt gemacht. Und
wollte eigentlich somit vermeiden, hier jedes Mal wieder rauszukommen. Ah ja, guck mal, wo wir hier sind. Hier müsste irgendwo Lava sein. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. So, und wollte somit eigentlich vermeiden, dass ich jedes Mal hier rauskomme, sobald ich im Nether bin. Hat sich somit quasi erledigt, denn es geht noch eine Runde weiter. Super, fand ich jetzt nicht so toll. Muss ich mir dann nochmal überlegen, dass ich die Portale hier in der Umgebung alle zerschieße und zerstöre. Denn, hopp, obwohl, dann können wir noch ein bisschen hier. Nein, können wir nicht. Fuck. Darf ich? Egal. Lol, ich habe ja einen Hammer hier. Okay. Da muss ich das nächste Mal machen. In der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall dahin und machen das Tor kaputt. Denn wie gesagt, ich habe das Tor hier zerstört, weil ich ja jedes Mal immer in diesem Portal rausgekommen bin, was ich persönlich nicht so toll fand. Deswegen habe ich das hier eigentlich zerstört, habe das so ein bisschen zugebaut. Da ist kein Portal mehr, wie man hört. Und hatte die Hoffnung, dass ich, wie gesagt, zu Hause rauskomme und nicht hier irgendwo in Timbuktu land. Gut, dann habe ich hier noch so einen Mob platt gemacht. Das war so ein Rare OP Mob. Da haben sie mich im Stream alle angefeuert. Ich muss hier noch mal eine Kiste leer machen. Da habe ich auch so ein paar Sachen mit rausgenommen, die schon mal transportiert. Und ja, bin dann hier den langen Weg nach Hause gegangen, damit ich dann irgendwo mein Zeug loswerden kann. Und das Gleiche muss ich jetzt auch wieder machen. Ich dachte eigentlich, ich komme etwas schneller nach Hause, indem ich einfach wieder durchs Portal gehe. Ja, offensichtlich wohl nicht. Ich zische immer viel zu sehr, ne? Da war eben ein Skeletto. Oh oh, da ist der Enderman wieder. Da war nämlich letztes Mal schon mal ein Enderman. Der hat mich dann verfolgt. Der kam so ganz creepy, war das gewesen. Es gab so ganz komische Geräusche und mit einmal war er da gewesen. Da habe ich dann ein wenig Panik gekriegt. Das war nicht toll. Wie gesagt, das ist alles nachzuvollziehen im Livestream. Der lief im Vorfeld hier von dieser Update-Folge natürlich. Habe ich ja wie immer hochgeladen. Kann man sich nochmal reintun. Eine gute Stunde. Ein bisschen buddeln, bauen, farmen und Spaß haben in der Hölle. Ist keine Frage. Und eben halt, hallo, erschrecken hier unten im Tunnel, als dann auf einmal der Enderman da ankam. Das war, ja, wirklich sehr, sehr creepy-peepy. Muss ich ja echt so sagen. Aber macht gar nichts. Vor allem dieses merkwürdige Geräusch, was dem vorgegangen ist. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich zu Hause sein hier. Hoffe ich mal. Lauter merkwürdige Geräusche. Ist überhaupt gar kein Thema, nicht? Nächste Folge, wie gesagt, wollen wir dann versuchen, das Portal abzubauen. Da werde ich wahrscheinlich dann hier wieder langrennen müssen. Dass wir nicht jedes Mal Gefahr laufen, hier in irgendeinem wildfremden Portal rauszukommen. Finde ich persönlich halt immer so ein bisschen blöd, dass man dann nicht hier in diesem Dorf, in der Stadt wieder rauskommt. Deswegen, also da hätte ich gerne schon, glaube ich, oder wir bauen uns tatsächlich das Portal nochmal anders irgendwo. Was ich eigentlich Quatsch finde, aber wenn es eben nicht anders machbar oder möglich ist, dann ist das halt so. So, jetzt müssten wir eigentlich hoffentlich gleich wieder zu Hause sein, damit ich hier nicht Ewigkeiten in einer Eulenschlucht sitzen bleibe. Hallo, lass mich hoch. Dankeschön. So, dann siehe zu, dass wir nach Hause kommen. Und dann sind wir gleich da. Wunderbar. Oh Mann. Jo, nehme ich auch. Fress dich voll. Jo, die Kühe. Da war der Kuhstall eben über uns gewesen. Oder Tierstall. Ast rein. Ich bin zu Hause und es ist hell. Jawohl. So, dann gehe ich wieder zurück in meinen Schuppen. Das war eigentlich alles gewesen, was ich gemacht habe. Im Großen und Ganzen in Kurzform. Und dementsprechend logge ich mich hier aus. Sage euch lieben Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es dann weiter. Wie gesagt, ist der Plan, dieses andere Portal abzubauen. Und dann so ein bisschen vielleicht mal austesten. Oder wir machen das im Livestream. Mal gucken. Das heißt, könnte ich auch machen. Das können wir im Livestream machen. Am Mittwoch ist ja wieder der Livestream. Das heißt, die nächste Folge, ja, können wir einen Zugang da mal hinbauen. Einen vernünftigen Zugang, das können wir machen. Zur Kuppe nach oben hoch, sodass wir da vernünftig dann in Richtung Portal gehen können. In diesem Sinne, bewertet den Part, abonniert und wie auch immer und dann schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis dann. Ciao.